so plötzliche Muskel- oder Gelenkschmerzen auftreten, ist natürlich immer die Frage, ist irgendetwas passiert, ein Trauma, ein Unfall, ist man gestürzt? In den meisten Fällen, wenn so Schmerzen auftreten, ist sicherlich eine gute erste Hilfe Kälte. Man kann natürlich auch eine kühlende Salbe gebrauchen oder so Pflaster, was es gibt heutzutage. Ich bin mit dem Skistock im Schnee hängen geblieben und es gab einen Ruck auf meine Schulter und das hat mich geschmerzt, aber nicht lange. Und dann habe ich zuerst einfach mal nichts gemacht. Als die Schmerzen nicht weggingen und als ich gemerkt habe, doch, das ist ein ernsteres Problem, habe ich mich entschieden, doch, ich suche einen Arzt auf und habe überlegt, ob ich zu meinem Hausarzt gehen soll und habe mich dann aber entschieden dafür, dass ich direkt mich an einen Spezialisten wende und habe den Rheuma- und Sportarzt aufgesucht. Ich denke, bei akuten Schmerzen ist das zu beachten, dass die Natur sehr gut heilt. Also die ersten 4-5 Tage hat man entzündliche Schmerzen, das ist ganz normal, das kann mit relativ heftigen Schmerzen auch mit sich gehen. Dafür, wenn die Schmerzen persistieren und sagen wir nach einer Woche, nach 2 Wochen gar nicht nachgelassen haben, dann muss man wahrscheinlich sich in spezifischere Behandlung sich aufsuchen. Das könnte Physiotherapie sein oder mit gezielten Gelenks- und Muskeltechniken gearbeitet wird. Das könnte allenfalls auch Elektrotherapie sein und schließlich sogar dann Schmerztherapien, sei es in Form von Spritzen und so weiter. Was mir ganz sicher extrem viel hilft, ist die Bewegungstherapie. Die Behandlung hat mir einiges zurückgegeben, worauf ich vorher verzichten musste. Das Beispiel ist Joggen. Ich hatte am Anfang extrem Mühe, überhaupt noch meinen Jogginglauf zu absolvieren im Wald. Ich kann das mittlerweile wieder. Unter anderem auch deshalb, weil ich gelernt habe, ein bisschen meinen Schultergürtel zu stabilisieren während des Joggens. Und was im Moment jetzt für mich ganz wichtig ist, ist auch das Krafttraining, das ich aber selber absolvieren kann im Fitnesscenter. Ich denke, Medikamente alleine helfen häufig nicht genug. Es ist schon sehr empfehlenswert für alle, sich einigermaßen beweglich halten und aktiv halten. Häufig reicht auch schon das Minimale. Das heißt, anstatt Lift eine Treppe zu nehmen, anstatt 2 Stationen mit Bus oder Tram fahren, wirklich laufen und sich im Alltag mehr bewegen. Dazu ist es sicher empfehlenswert, etwas koordinativ und Beweglichkeit und auch Muskelkraft und Ausdauer zu trainieren, weil dann ist man schon bewappnet und vielleicht präventiv besser ausgestattet, dass nichts passieren kann oder nicht so schnell passiert. Ich würde anderen Menschen, die ein ähnliches Problem haben, auf jeden Fall empfehlen, dass sie ihre Schmerzen ernst nehmen, dass sie Hilfe holen von Fachkräften, sei das ein Arzt oder sei das ein Bewegungsspezialist oder eine Bewegungsspezialistin wie beispielsweise eine Physiotherapeutin. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das Ernstnehmen der Schmerzen und das Inanspruchnahme auch wirklich vom Fachwissen, der die Zusammenhänge eben erklärt, das ist wirklich ein Punkt, den ich sehr empfehlen würde. Was ich überhaupt nicht empfehlen würde, ist, dass man einfach vor sich hin leidet, weil die Welt ist voll von Leuten, die einem helfen können.